So, dann brauche ich Sie, glaube ich, gar nicht mehr so viel ankündigen. Unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, heute hier zu sprechen. Wir alle wissen übrigens, auch im Bundesumweltministerium, wer die Lebensmittel hinstellt. Und wir wissen Ihre Arbeit zu schätzen. Wir bekommen das jeden Tag zu spüren, wie wichtig das ist, Lebensmittel zu haben. Wir sehen aber auch, was für riesige Probleme wir haben. Wir haben Probleme mit dem Lebensmittel, an was wir alle gewöhnt sind, nämlich, dass wir sauberes Wasser haben. Und keiner von Ihnen und keiner von uns will, dass das Grundwasser weiter belastet wird. Wir sehen, dass wir einen großen Teil der Insekten verlieren. Wir verlieren die Bestäuber. Und ich habe Landwirtinnen und Landwirte immer so kennengelernt, dass sie sich dafür einsetzen, dass es auch in Zukunft Bestäuber gibt, dass es auch in Zukunft Insekten gibt. Weil ohne Insekten wird die Landwirtschaft ganz massive Probleme bekommen. Wir sehen, welche Veränderungen es über den Klimawandel gibt. Und wir sehen, dass es auch beim Tierwohl noch mehr passieren muss. Ich möchte, dass Landwirtinnen und Landwirte Teil der Lösung sind. Und ich erlebe auch viele Landwirtinnen und Landwirte so. Wir sind im Dialog miteinander. Ich bin vor Ort im Dialog mit meinen Landwirtinnen und Landwirten. Wir sind auf der Bundesebene im Dialog. Wir haben einen ganz intensiven Praktika-Dialog, wo uns die ganz praktisch arbeitenden Landwirte erklären, welche Probleme sie vor Ort haben. Wir haben beim Aktionsprogramm Insektenschutz das größte Beteiligungsprogramm gehabt, was wir jemals hatten. Online und in der Realität haben wir alle beteiligt, damit am Ende was Vernünftiges rauskommt. Ich setze darauf, dass auch Sie ein Interesse daran haben, dass es in der Zukunft sauberes Wasser gibt, dass es in der Zukunft noch Insekten gibt und dass Sie im Einklang mit der Natur arbeiten können. Das ist unser gemeinsames Interesse. Wir wollen, dass es auch in Zukunft starke Landwirtinnen und Landwirte gibt, die Lebensmittel für uns produzieren, die aber auch dafür sorgen, dass das Wasser sauber bleibt und dass Insekten erhalten bleiben. Das ist das, was ich Ihnen hier gerne mitgeben möchte. Ich erlebe Landwirtinnen und Landwirte deutlich als diejenigen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber wir brauchen auch klare Regeln. Auch das sage ich Ihnen hier ganz bewusst. Wir müssen uns um die Qualität unseres Wassers kümmern und wir müssen uns auch darum kümmern, dass es in Zukunft noch Insekten gibt. Dafür gibt es klare Regeln, die brauchen wir. Beides zusammen macht das Paket dann rund. Vielen Dank. Es ist nicht ein Brunnen, der zu hohe Nitratwerte hat. Und Sie stellen uns hin, als wenn wir das Wasser vergiften. Sie entscheiden darüber, dass es in ein paar Jahren keine Landwirtschaft mehr geben wird. Da denken Sie mal drüber nach. Gucken Sie sich die Bauern hier an. Die sind hier, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Die sind nicht hier, weil sie einen Tag mehr frei haben wollen oder weil sie 3 Tage Urlaub haben wollen oder mehr Geld. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wir haben die Schnauze voll von dieser ideologischen Politik. Als
Respekt, wenn jeder Deutsche und jede Deutsche 114 Euro jedes Jahr pro Kopf bezahlt für die gemeinsame Agrarpolitik, wenn wir das nicht. Wir haben zu Tisch gebeten und das hat nicht geklappt. Einen kleinen Kommentar sollten wir vielleicht schon bringen. Es heißt ja, es geht um Insektenschutz, es geht um Umweltschutz, es geht um Trinkwasserschutz. Und da liegt uns Landwirten sehr viel dran und wir wollen das machen. Aber bitte mit uns. Und man muss uns die Möglichkeit dazu geben. Ich glaube, das reicht als Kommentar, wenn es dann mitgenommen wird.